Hallo? Hallo? Kopfhörer gezogen, hallo? Das ist für den Zuschauer.
Eins, zwei, drei. Ja, jetzt kommt sowieso noch nichts. Jetzt ist es verzögert, weißt du? Jetzt hast du warten.
So, ein herzliches Willkommen hier bei unserem ersten Auswärts-Livestream vom EC Brinkzer Wald hier in Salzburg. Gerade in diesem Moment betreten die Spieler das Eis und es geht in Kürze los mit dem Spiel EC Brinkzer Wald gegen Red Bull Hockey Juniors. Der EC Brinkzer Wald heute mit folgendem Line-Up im Tor. Unsere Nummer 34, Misa Pietile. Im Tor ebenfalls unser Backup-Goalie, die Nummer 69, Skek Kallo. In der Verteidigung die Nummer 28, Fussenicker Jürgen. Die Nummer 81, Waldhauser Georg. Die Nummer 42, Antti Kaupila. Die Nummer 3, Panu Hüppe. Die Nummer 2, David Mikuc. Die Nummer 7, Philipp Siutz. Die Nummer 24, Felix Zipperle. Die Nummer 59, Maximilian Ecker. Im Sturm mit der Nummer 9, unser Kapitän Christian Bahn. Neben ihm im Zentrum die Nummer 11, Daniel Bahn. Rechter Vorwort die Nummer 74, Marcel Wolf. Die Nummer 77, Jusso Mörski. Die Nummer 13, Philipp Büschmann. Die Nummer 58, Christian Heidinger. Die Nummer 97, Simon Schwinger. Die Nummer 17, Maximilian Hoenig. Die Nummer 92, Dominik Haberl. Die Nummer 14, Julian Zwerger. Die Nummer 25, Julian Metzler. Und die Nummer 4, Marc Kompein. Gecoacht wird unser Team von Jussi Tupamäki, assistiert von Jurex Andreas und Teammanager GM Guntram Schädler. Die Wälder starten mit folgender Starting Six. Im Tor unsere Nummer 34, Misa Pietile. In der Verteidigung die Nummer 28, Jürgen Fussenecker. Rechter Verteidiger die Nummer 81, Waldhauser Georg. Im Sturm die Nummer 9, Bahn Christian. Im Zentrum die Nummer 11, Bahn Daniel. Und weiter die Nummer 74, Marcel Wolf. Die Wälder starten mit einer kleinen Verteidigung. Strategie im ersten Spielabschnitt. Aber kommen jetzt zum Konter. Über die Mitte. Jusso Mörski mit dem Schuss. Leider ein wenig weit vom Tor vorbei. Es braucht wohl noch ein wenig Zielwasser im heutigen Spiel gegen Red Bull Salzburg. Das erste Spiel gegen unseren heutigen Gegner ist leider mit 8:4 für unsere Gäste damals in der Dornbirner Eishalle ausgegangen. Wir hoffen natürlich, dass es am heutigen Abend mit einem positiven Ende mit 3 Punkten wieder nach Hause geht. Wichtige 3 Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze. Denn auch unsere Gegner aus dem Ländle konnten heute erfolgreich diesen Spieltag abschließen. Die VfL Velke gewinnt heute in Klagenfurt mit einem 5:0.
und ist damit schon wieder 2 Punkte an unseren Ringzerwäldern dran. Die sich jetzt wieder auf dem Vormarsch befinden, leider aber wieder der Puckverlust im Angriffsdrittel. Heute wieder 2 Bulldogs-Cracks in unseren Linien, die gestern auch schon auf dem Eis waren mit Simon Schwingern und Philipp Pöschmann, die gestern direkt aus Klagen, aus Graz hier angereist sind und hier heute wieder 60 Minuten für den ECB Vollgas geben werden und morgen auch schon wieder gegen die Tabellenführer aus Wien für die Bulldogs antreten müssen. Man wird sehen, wie belastend das für sie ist und wie dynamisch sie heute auftreten werden. Bulle im Offensivdrittel der Wälder. Scheibengewinn. Knapp vor dem Tor. Aber die Bulls aus Salzburg können sich wieder befreien und können nun mit ihrem geregelten Spielaufbau beginnen. Nun Jürgen Fussenegger auf Georg Waldhauser. Er probiert es alleine durch die Mitte. Scheitert aber dann an der guten Verteidigung der Salzburger. Und nun Christian Bahn, der Kapitän, an der Scheibe. Kann leider nicht auflegen auf seinen Bruder mit der Nummer 11. Ein guter Schuss von Philipp Siotz. Und es geht wieder zurück. Neue Spielaufbahn über Pano Hüppe. Und wir machen weiter mit einem Bulli im defensiven Drittel der Wälder. Bulli-Gewinn für die Salzburger. Und die Salzburger mit einem Schuss auf das Wälder Tor, aber nicht gefährlich für unsere Nummer 34, Misa Pietile. Salzburger wieder über den Aufbau, über die Nummer 27. Nieder Seite erfolgreich wechseln, aber wieder gut verteidigt von den Wäldern. Mörski an der Scheibe. Wieder zurück und der Anfang wieder von hinten. Scheibenverlust im eigenen Drittel. Sollte nicht passieren. Aber schon wieder geklärt. Die Salzburger wieder mit dem Aufbau. Es ist noch ein sehr von Fehlpässen geprägtes Spiel. Keine Mannschaft kann sich bis jetzt einen klaren Vorteil verschaffen. Aber die Salzburger kommen immer wieder gefährlich ins Angriffsdrittel und hier mit einem Backhandschuss, aber kein Problem, zu zentral auf unseren Torhüter mit der Nummer 34. Es war bis jetzt ein guter Start in diese Saison für den EC Bringzerwald. Man konnte sich mittlerweile als bestes Ländle-Team in der Tabelle etablieren, natürlich mit
einigen Spielen mehr wie unsere Konkurrenten aus dem Ländle, aber natürlich auch mit guten Leistungen gegen gute Mannschaften. Zum Beispiel konnte man gegen Fassa gewinnen, was die VEU zum Beispiel nicht geschafft hat. Man konnte sich gegen Ljubljana durchsetzen, man konnte sich gegen Asiago zuletzt durchsetzen, die gegen die VEU Feldkirch klar mit 4-1 gewonnen haben. Es sind alleine diese Spiele gegen die vermeintlich schwächeren Gegner, in denen man noch nicht so ganz überzeugen konnte. Das will man jetzt natürlich wieder gut machen und muss sich zuerst jetzt gegen diesen Konter wehren. Guter Pass in die Mitte und das 1-0 für unsere Gäste. In der 6. Spielminute dieses Spiel, das 1-0 nach einem kleinen Fehler im Angriff wird dieser schnell ausgenutzt und es fällt das 1-0. Ein früher 1-0 Rückstand für den EC Brengzer Wald, die sich nun wieder neu sortieren müssen und versuchen, in das Spiel zurückzufinden. Jetzt noch über die Nummer 74 Marcel Wolf. Pass schlägt fehl und wird abgefangen von Salzburg in der neutralen Zone. Und die Salzburger wieder in der Vorwärtsbewegung. Wieder ein Schuss auf unsere Nummer 34, Misa Pietile. Jetzt zurück. Der Kapitän Christian Bahn auf Daniel Bahn. Marcel Wolf an der Scheibe. Torhüter kann zwar prallen lassen, aber Christian Bahn ist leider schon ein bisschen zu weit nach vorne gefahren und kann diesen Puck nicht mehr erreichen. Eine gute Annäherung und das 2-0 für das Heimteam. Wieder starten, auch wie im Heimspiel schon gegen Red Bull Salzburg, starten die Salzburger besser in die Partie, können früh in Führung gehen. Und diesmal war es die Nummer 11, Christoph Wappis, mit dem 2-0 für Red Bull Salzburg. Schade eigentlich. Konnte noch nicht so richtig gefährlich werden auf Seiten des EC Brengzer Waldes. Und die Juniors aus Salzburg nützen diese Chance natürlich auch gut aus. Jetzt steht es schon 2-0 nach circa 8 Minuten. Und schon wieder die Salzburger im Angriffsdrittel. Die Salzburger mit dem Aufbau. Es geht schnell ins Angriffsdrittel. Aber der Pass in die Tiefe kommt nicht an. Antti Kaupil an der Scheibe. Warte, bis gewechselt ist. Und jetzt Dominik Haberl an der Scheibe. Setzt sich durch.
kann durch. Ah, kann leider nicht durchschicken auf Honig Maximilian, der schon in der Mitte gewartet hat. Gut verteidigt von den Salzburgern. Pass in die Tiefe auf Simon Schwinger. Sio zum Puck. Abgefälscht von Honig Maximilian, aber es war zu wenig, um den Torhüter der Gäste, die Nummer 80, Fiesinger Daniel, zu überwinden. Es geht weiter mit Bulli im Offensivtitel der Wälder. Bahn gewinnt hier den Puck, kommt aber nicht zu einem gefährlichen Abschluss. Und nun die Nummer 6 der Gäste im Vormarsch. Es ist ein wenig die Taktik der Salzburger, wie auch schon im Heimspiel. Schnelle Konter, ein schnelles Spiel nach vorne, gleich den Zug zum Tor zu finden und sofort abzuschließen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Die Wälder finden noch nicht die richtige Lösung dagegen. Und wieder Christian Bahn kommt leider nicht mehr an die Scheibe. Und der Pass in die neutrale Zone der Salzburger. Und gleich auch wieder der Schuss aufs Tor. Lusomirski kommt hier an die Scheibe. Kann sich aber gegen die Nummer 27 der Gäste, Östling Viktor, nicht durchsetzen. Bahnhöppe an der Scheibe. Und Strafe angezeigt vom Schiedsrichter. Die erste Strafe in diesem Spiel und es erwischt die Nummer 47 der Gäste. Des Heimteams natürlich. Die Nummer 47, Karpe Weika Imari. Es waren 2 Minuten für Halten und nun das erste Powerplay. Die Wälder natürlich mit dem besten Powerplay momentan in der Liga. Topschnitt. Können sie diesen weiter verbessern? Wolf Marcel mit dem Fehlpass, aber die Scheibe schon wieder bei den Wäldern. Mörski mit dem Pass auf Kaupila. Wolf wieder an der Scheibe. Kaupila sehr gefährlich, aber wieder vollkommen unter Kontrolle. Kaupila an der Scheibe. Der Pass in die Mitte funktioniert leider nicht und die Salzburger können sich befreien. Schon wieder ein schneller Aufbau. Und hier Bahn Daniel an der Scheibe. Geht tief. Jetzt über die Bande zu Heidinger Christian. Fussenegger, Heidinger. Heidinger versucht es mit einem Schuss, nicht gerade ungefährlich. Thormann kann sie nicht halten und schon wieder Waldhauser am Puck. Jetzt braucht es die zündende Idee. Sind noch genau 51 Sekunden im Powerplay der Wälder. Schöner Pass durch die Beine des Gegners. Aber sie können sich wieder befreien. Kurz ein wenig Stress. Ein bisschen geschlafen hier in der Verteidigung der Wälder. Und der Aufbau. Das Powerplay ist schon vorbei. Es konnte kein... Leider nichts daraus gewonnen werden.
aus diesem ersten Powerplay für den EC Bregenzerwald. Und die Salzburger schon wieder auf dem Vormarsch mit dem Pass in die Tiefe. Aber kein Problem für die Wälder Verteidigung, die sich aber immer noch schwer tut gegen diese flinken, jungen Salzburger Spieler, die natürlich hier nichts zu verlieren haben und mit viel Schwung in das erste Drittel starten, wie schon beim Heimspiel in Dornbirn. Hier wieder ein Schuss von außen, Misa lässt den prallen und die Salzburger wieder im Scheibenbesitz. Das war hinter der Linie abseits. Beim Bulli. Verliert hier das Bulli gegen den Salzburger Spieler. Und es geht schon wieder in den Aufbau der jungen Salzburger Bullen. Die sehr klug und sehr langsam hier den Aufbau gestalten und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn sie in Scheibenbesitz sind und somit noch nicht im Bedrängnis kommen. Wieder die Wälder im Offensivdrittel. Verlieren hier leider die Scheibe. Und die Salzburger. 3 gegen 3. Die Wälder bringen die Scheibe ins eigene Drittel und gewinnen somit den Bulli. Verlieren aber leider die Scheibe sofort wieder und müssen sie nun wieder zurückholen. Es gelingt Heidinger. Ein bisschen zu langsam noch, zu wenig Frische, vor allem im Kopf auch noch ein wenig zu langsam. Man wartet noch auf den anderen Spieler, bis der sich nähert und somit geht die Scheibe sehr oft verloren. Nun die Wälder wieder einmal über Jussomörski. Versucht ihn auf die andere Seite zu bringen, aber wieder Puckverlust für die Wälder. Und die Salzburger können wieder mit dem Aufbau beginnen. Eising und es geht weiter mit einem Bulli im Angriffsdrittel der Wälder. Sind schon 5 Minuten vor Schluss. Wälder immer noch mit dem 2:0 Rückstand hier in Salzburg. Seimti mit einem guten Beginn. Wälder hinken noch ein wenig hinterher, bringen die Partie aber langsam unter Kontrolle, kommen immer wieder zu kleineren Chancen. Eine richtig große hat es noch nicht gegeben, aber es kommen immer wieder Schüsse, wie auch dieser hier, auf das Tor der Heimmannschaft, die immer wieder blitzschnell zu kontern gelangt. Das ist immer wieder sehr schnell und genau, die Pässe kommen immer wieder zum Abschluss, aber Misa Pietile lässt sich natürlich nicht so leicht überwinden. Wieder ein schneller Konter der Gäste, der Heimmannschaft. Und Pietile mit dem Save.
Kampf um die Scheibe und die Salzburger gehen als Sieger raus. Eine junge Linie gerade auf dem Eis mit vielen unserer Future-Club-Spieler im Sturm. Die Nummer 25 Julian Metzler und die Nummer 14 Julian Zwerger, die sich schon mit Toren in dieser Saison beweisen konnten. Und auch im Sturm die Nummer 4 Kompain Mark, der nach einer langen Verletzungspause wieder zurück in der Mannschaft ist und der nun wieder versucht, sich zurück in den Linien hinaufzukämpfen, um wieder mehr Eiszeit zu bekommen und wieder voll fit zu werden. Die Wälder wieder im Angriff. Die Nummer 11, Bahn Daniel, kann die Scheibe wieder für sich gewinnen. Und es geht zurück. Die Nummer 28, Jürgen Fussenecker, kann die Scheibe nicht gerade gut annehmen. Und sofort ist ein Salzburger Spieler da, der unsere Verteidiger in Bedrängnis bringt und somit die Scheibe gewinnt. Pässe nach vorne von den Salzburgern sind meist ziemlich schnell, aber auch viele Male ungenau. Und so kommen die Wälder immer wieder sehr schnell in Scheibenbesitz. Aber wenn diese Pässe natürlich ankommen, sind es immer sehr schnelle Konter und sehr gefährliche vor allem. Mörski auf Heidinger. Heidinger fährt hinter einem Tor vorbei, legt sie ab für Panehüppe, aber der geht natürlich nicht den Weg eines Stürmers. Bleibt lieber zur Absicherung hinten. Aber die Wälder schon wieder im Scheibenbesitz durch Antti Kaupila auf Jusso Mörski. Der tänzelt an der rechten Seite vorbei und der Schuss geht aber klar drüber. Über das Tor der Heimmannschaft. Die Wälder nähern sich langsam an. Es sind noch ca. 1,50 auf der Uhr im ersten Drittel. Ich glaube, unseren Wäldern würde jetzt ein Tor sehr gut tun noch vor der Drittelpause. Aber zuerst wieder der geregelte Aufbau. Die Nummer 77, Jusso Mörski war wieder an der Scheibe. Wollte eigentlich zum Wechsel fahren, aber bekommt hier doch den Pass in die Mitte. Bahnerhüppe mit dem Schuss nach vorne, um die Wechsel durchzuführen. War ein langer Shift für die Brinkzer Wälder. Und nun schon wieder ein guter Schuss von den Gästen. Aber auch eine starke Parade mit der Stockhand. Und wieder die Gäste mit einem super Spielzug. Und das 3:0 für die Heimmannschaft aus Salzburg. Da war der Wechsel noch nicht ganz fertig bei den Brinkzer Wäldern und die Heimmannschaft aus Salzburg konnte das super ausnutzen. Und nun steht es 53,8 Sekunden vor Schluss des ersten Drittels schon 3:0. Okay, es gibt ein Einwand vom Schiedsrichter, kein Tor für die Salzburger. Eine Abseitsposition haben sie gesehen. Deshalb der Bulli außerhalb des Angriffstitels der Wälder. Der Jubel also sofort verstummt vom Heimteam und es geht weiter mit dem Stand von 2:0. Und über Christian Bahn. Seite gewechselt und der Torhüter der Heimmannschaft, Daniel Fiesinger, heute noch ohne richtige Herausforderung und macht seinen Job gut. Kann mit einem 2:0 in die erste Drittelpause gehen. Wenn es so bleibt, die letzten 16 Sekunden. Bulli gewinnt der Wälder. Da kommt der Schuss. Aber wieder scheitern wir am starken Torhüter. Der Nummer 80, Fiesinger, Daniel.
Wieder Bulli gewinnt für die Wälder und wieder ein guter Schuss. Jetzt in den letzten Sekunden die Wälder immer stärker. Nach diesem Fast-Tor wieder ein wenig aufgewacht, aber hier ist die Schlusssirene für das erste Drittel. 17 Minuten Pause für den Bregenzer Wald und auch für die Heimmannschaft aus Salzburg. Wir gehen uns auch ein wenig stärken und melden uns kurz vor Drittelbeginn wieder zurück.
In Kürze beginnen wir wieder im Spiel von den Red Bull Hockey Juniors gegen den EC Brinkzer Wald. Dazu noch die Zwischenstände der Alps Hockey League in den anderen Partien. Die Eisbären führen gerade gegen Gröden mit 3:0 und auch Sterzing führt gerade gegen Kitzbühel mit 1:0. Später am Abend in einer Minute fangen dann die Partien Fasser gegen Cortina, Ritten gegen Jesenice, Buschertal gegen Neumarkt und das Jago gegen Ljubljana an. Werden Sie natürlich auch in diesen Spielen auf dem Laufenden halten. Und nun beginnt das zweite Drittel mit der ersten Offensivaktion für die Heimmannschaft aus Salzburg. Sich aber nicht durchsetzen können. Und unser Kapitän an der Scheibe. Und jetzt sein Bruder, die Nummer 11, Daniel Bahn. Der Vorwärtsbewegung wird hier sehr hart angegangen und muss die Scheibe leider wieder abgeben, aber Mr. Bertile ist wach und kann diesen Halbschuss sofort parieren. Die Salzburger drücken weiter. Sie kommen wieder richtig schnell aus der Kabine, versuchen sofort den Druck aufzubauen und kommen auch schon wieder zu den ersten Schüssen in diesem zweiten Drittel. Bis sich jetzt die Wälder wieder einmal aus dem eigenen Drittel befreien können. Aber schon wieder Salzburg in Scheibenbesitz. Mit dem weiten Pass in die Tiefe. Aber unser Torhüter kommt aus seinem Kasten heraus und fängt die Scheibe ab. Doch schon wieder der Aufbau über die Nummer 11 diesmal, der Salzburger. Querpass. Und da wird der Wechsel vollzogen, aber Antti Kaupeler ist zur Stelle. Guter Pass auf die Nummer 58, Heidegger Christian. Super Pass zur Mitte, aber leider der Schuss sehr weit neben das Tor. Abgelegt. Guter Schuss wieder von Heidegger. Und Kaupila wieder am Puck auf die Nummer 13, Pöschmann. Und jetzt sind es 3 gegen 1. Jetzt könnte Pöschmann bringt die Scheibe nicht rüber. Erst jetzt findet sie den Mann, aber leider zu spät. Die Salzburger sind schon wieder formiert. Das war jetzt eine gute Möglichkeit, im 3 gegen 1 hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Und Kaupila beweist sich hier wieder. Gegen 2 Salzburger gleich und fährt wieder in das Angriffsdrittel. Scheibe in die Tiefe. Und die Nummer 17, Honig Maximilian, spielt auf die Nummer 92, Dominik Haberl. Der hier wieder gegen 2 Salzburger wählen muss. Sind immer diese Kämpfe, meistens schon gegen 2 Salzburger, die immer sehr schnell bei der Scheibe sind. Die sofort versuchen, Druck aufzubauen auf den Scheibenführenden, um ihm die Passwege zuzustellen und ihn zu einem Scheibenverlust zu zwingen. Dem kommen die Wälder noch nicht so ganz klar und müssen immer wieder von neuem beginnen, sich aufzubauen. Und jeder Fehler wird sofort mit einem Scheibenverlust bestraft. Aufbau über die Nummer 17 der Gäste, große Pascal, der hier schon wieder an der Scheibe ist. Sie aber verliert gegen Bahn Daniel. Der Pass auf ihn, leider wieder nicht gut genug. Kann sie nicht haben, aber ein super Stück zwischen dem Pass von Georg Waldhauser. Der Pass wieder in die Mitte, aber der letzte Pass, der funktioniert noch nicht so ganz bei den Brinkzer Wäldern, die sich jetzt aber langsam immer mehr und mehr in die Kontrolle über das Spiel hineinspielen und versuchen, die Salzburger unter Druck zu bringen und hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Kaupila versucht es wieder und bringt die Scheibe durch.
außen wieder, schon wieder zu zweit auf einen Spieler. Aber auch dieser Pass kommt nicht an von Jusso Mörski. 42 Kaupila mit einem super Pass eigentlich. Und vor dem leeren Tor vergeben hier die Wälder diese Großchance. Es muss eigentlich der Anschlusstreffer sein. Leider nützten sie hier nicht diese große Chance vor dem leeren Tor, die Scheibe zu versenken. Und schon wieder sind es die Salzburger. Hier scheitern und Büschmann mit dem Aufbau. Büschmann geht nach vorne, verliert aber die Scheibe. Die Salzburger wieder mit dem langen Pass sehr schnell in die neutrale Zone. Und der Schuss sofort, wenn die Schussmöglichkeit sich ergibt, versuchen die Salzburger abzuschließen. Und hier das, den Wälder Torhüter in Gefahr zu bringen, Kompein mit einem vielleicht ein wenig zu steilen Pass oder zu offensichtlichen Pass auf die andere Seite. Und er wird sofort abgefangen. Endet mit Puckverlust für den Brinkzer Wald, der sich aber in der Verteidigung jetzt nach und nach besser geht. Der Future Club Spieler Junior Metzer versucht mit dem Pass in die Tiefe zum einen Mitspieler zu finden. Die Salzburger jetzt auch ein wenig mit Unsicherheiten in der Defensive, weil die Wälder immer mehr und mehr ihre offensive Spielweise durchsetzen können. Und es steht aber immer noch nach 6 Minuten im zweiten Drittel 2:0. Und wieder nach einem Bulli, wie schon kurz vor der Pause, kommen die Wälder gleich zu einem Schuss. Immer wieder gefährlich, aber der Torwart der Salzburger ist wieder zur Stelle. Inzwischen hat sich Cortina schon 1:0 vorangesetzt in Fassa. Führen sie mit 1:0, auch ein direkter Konkurrent um die begehrten Playoff-Plätze. Darum wäre ein Sieg hier in Salzburg natürlich sehr wichtig. Die Wälder kämpfen weiter. Leider dieses Mal mit keinem Scheibenglück. Und die Nummer 20 der Heimmannschaft, Eder Tobias, kommt ins offensive Drittel. Muss die Scheibe aber wieder abgeben und gewinnt sie wieder. Sie sind einfach ein wenig schneller bei Scheibenverlusten, kommen sie sofort wieder an die Scheibe, versuchen sich wie hier schon wieder sofort und ein super Schuss. Ein super Schuss der Nummer 28, Witting Samuel. Ein junger Salzburger mit einem guten Schuss, aber leider ein wenig zu hoch. Aussicht der Heimmannschaft und ein 2 gegen 1. Die Salzburger aber super verteidigt von Edgar Maximilian. Nummer 59, Kooperationsspieler mit den Dorminer Bulldogs. Hier mit super gesehen, dass der Pass in die Mitte folgt und hält hier den Stock hin. Pass konnte nicht angenommen werden und die Salzburger müssen wieder zurückfahren. Die Wälder erobern sich die Scheibe im offensiven Drittel. Pass kommt aber wieder nicht an. Wieder ein Stock der Salzburger dazwischen. Ein Check und jetzt wieder die Wälder in Scheibenbesitz. Ein Schuss, kein Abseits. Die Scheibe war nicht hinter der blauen Linie. Aber der Pass ist nicht angekommen, aber schon wieder. Und Dominik Haber verliert hier leider die Scheibe, kann sie nicht am Stock halten und auch der Pass kommt nicht gerade sehr glücklich. Wieder geht es hier zurück ins defensive Drittel. Und das Icing wird gepfiffen vom Schiedsrichterteam. Damit offensives Bulli für den EC Brinkzer Wald.
Philipp Pöschmann nun am Bulli-Punkt. Gewinnt hier das Bulli. Kaupila wieder auf Mörski. Mörski versucht es mit dem Schuss auf die kurze Ecke. Aber der Torhüter hat das schon durchschaut und fängt sie eigentlich sehr locker mit der Fanghand. Somit wieder Pöschmann, der hier den Bulli versucht, für den Brinkzerwald zu entscheiden. Was in dieser Situation diesmal nicht gelingt, die Salzburger in Scheibenbesitz. Kommen aber nicht an unserer Nummer 42, Antti Kaupila, vorbei. Sich hier wieder durchsetzt, gut durchsetzt gegen fast schon wieder zwei, drei Salzburger, die sich hier sofort auf den Scheibenführenden drängen. Aber die Salzburger schon wieder mit dem Schuss aufs Tor, der wieder ein weit daneben geht. Der Pass in die Tiefe wird abgefangen vom Torhüter mit der Nummer 34. Super Idee mit diesem Pass. Der Torhüter verschätzt sich hier ein wenig. Und das gibt leider kein Tor. War ordentlich Verkehr vor dem Tor, aber die Scheibe lag zwar frei, konnte aber nicht mit dem entsprechenden Druck aufs Tor gebracht werden. Und Torhüter Fiesinger Daniel kann sein Tor noch sauber halten. Wir haben nun die Spielführung eigentlich übernommen. Die Salzburger kontern eigentlich fast nur noch. Sind natürlich immer noch sehr gefährlich mit ihren blitzschnellen Kontern, aber Wälder nähern sich immer mehr an den Anschlusstreffer an. Und hier gibt es das Abseits. Die Wälder gewinnen das Bulli und Ban Daniel mit dem Pass nach links zum Kapitän und Bruder, der mit dem Pass in die Mitte an der Bande entlang außen zu Marcel Wolf. Es ist immer wieder ein Stock in den Pässen der Brinkzer Wälder. Es waren die Salzburger sehr gut in der Verteidigung. Versuchen immer wieder zum Torabschluss zu kommen bei den Kontern. Aber die Wälder nun wieder 2 gegen 3. Aber jetzt 3 gegen 2 auf der anderen Seite. Es geht immer wieder schnell. Die neutrale Zone ist sehr schnell überwunden. Aber auch die Jungbullen diesmal nicht erfolgreich. Und die Wälder wieder mit dem Aufbau. Pass in die Neuzahl und da ist Dominik Haberl. Geht durch. Schaut sich kurz um, behauptet die Scheibe, die geht nach in die Mitte, guter Pass und wieder ist der Torhüter der Heimmannschaft, der Salzburger zur Stelle, ein super Pass hier, kommt er ganz kurz aus dem Gleichgewicht, aber sonst hält er heute wieder ganz gut, wie auch schon im Heimspiel des EC Brinkzer Waldes. Oder auch der Torhüter sehr spielentscheidend war. In diesen Minuten kommt schon die Meldung. Cortina führt nun schon mit 2:0 in Fasser. Und auch dort der Spielstand ähnlich wie hier in Salzburg. Mörski mit dem Pass hinter das Tor und schon wieder an der Scheibe. Leider ein missglückter Pass zurück auf die blaue Linie. Super Pass auf Pöschmann. Der geht mit dem Haken und versucht hier den Pass an der Bande entlang. Leider können die Salzburger diesen Puck wieder hinaus aus dem Angriffstitel spielen und wieder der neue Aufbau
weiterbringen zur Wälder. Geht nach vorne, die Salzburger kommen wieder. Kommt ein gefährlicher, nicht gut einzuschätzen für Misa Birtile. Aber er geht doch noch weit am Vorbei. Und jetzt eine Chance zu zwei gegen einen Spieler. Das kann es doch nicht sein. Das sollte jetzt schon einmal der Anschlusstreffer sein. Hier die Chance durch die Nummer 11, Daniel Bahn. Er mit Marcel Wolf zu zweit auf das gegnerische Tor zufährt. Den Abschluss selber sucht, aber dann leider das Tor nicht trifft. Wieder Daniel Bahn. Gute Idee durch die Beine des Salzburger Verteidigers. Aber leider steht da keiner bereit, diesen Pass abzufangen und gleich zum Abschluss zu kommen. Es fehlt einfach nur ein wenig die Chancenauswertung jetzt zum Schluss und vor allem die letzten Pässe, die richtig gefährlichen Pässe vor das Tor zu den großen Chancen, und das war ein großer Fehler. Hier kommt der Pass von Verteidiger auf Stürmer und da steht eigentlich keiner unserer Spieler. Salzburger kann hier den Pass sofort abfangen und bekommt sofort die Einschussmöglichkeit. Super gehalten, der Schuss auch ein wenig zu zentral auf Misa Birtile. Der pariert den und hält ihn auch fest. Natürlich sehr wichtig, so in Situationen, wenn der Rebound sehr gefährlich gewesen wäre, die Spieler hier schon gelauert hätten. Und nun wieder die Salzburger im Scheibenbesitz. Der Puck springt noch ein wenig für die Salzburger momentan. Die Wälder können zwar immer wieder die Pässe unterbrechen, die Schüsse abfälschen, aber die Scheibe noch nicht immer gewinnen. Aber sie wirken schon ein wenig. Oh, und dieser Schuss ging abgefälscht an das Knie, glaube ich, von Sioux Philipp. Er beugt sich noch ein wenig, aber er wird jetzt zum Wechsel wahrscheinlich hinausfahren. Er bleibt noch herinnen. In diesem Fall hat es ihm nichts getan, zum Glück. Kurzes schmerzverzerrtes Gesicht und dann geht es wieder weiter. Die Salzburger jetzt mit einem längeren Scheibenbesitz, weil er kann sich hier nicht befreien. Fischmann sieht hier den Puck nicht. Es wäre gefährlich geworden. Hätte er hier sofort gesehen, wo der Puck. Und jetzt kommen drei Salzburger hier auf den Puck zu, aber auch den Drängzer Wälder wieder zur Stelle. Gibt es die Strafe für die erste Strafe für den EC Brengzer Wald. Ist natürlich bitter jetzt. Für Behinderung. Es gibt eine 2 Minuten Strafe für den EC Brengzer Wald, für die Nummer 42 Antti Kaupila wegen Behinderung. Er drückt ihn hier gegen die Bande. Der Schiri entscheidet sich für die Strafe für Behinderung. Das erste Unterzahlspiel für den EC Brengzer Wald. 5 Minuten vor Ende des zweiten Drittels. Damit aber hier der Konter. Ein starker Schuss, aber zu zentral wieder auf den Torhüter der Heimmannschaft. Er kann parieren, kann ihn zwar nicht festhalten, aber in Unterzahl ist es natürlich schwieriger, einen zweiten Spieler für den Rebound gleich im Angriffstitel zu haben. Was wäre es jetzt gewesen, den Anschlusstreffer durch einen Shorthander zu erzielen und so in die letzten Minuten des zweiten Drittels
zu gehen und hier vielleicht noch zum Ausgleich zu kommen. Aber es muss zuerst der Anschlusstreffer her. Sonst ein sehr faires Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Bis jetzt so zwei Strafen, eine auf beiden Seiten. Der EC Brenzerwald konnte noch nicht das gewünschte Tor aus dem Powerplay erzielen, obwohl man vor diesem Spiel mit dem besten Wert im Powerplay auftrumpfen konnte. Hat es beim ersten Powerplay noch nicht dazu gereicht, erfolgreich zu sein. Und jetzt die Gäste mit ihrem Versuch. Noch eine Minute Überzahlspiel für die Salzburger. Entschuldige mich, war dem natürlich gewohnt von der Dornbirn-Eishalle. Das sind natürlich nicht die Gäste, wir sind hier in Salzburg. Und diese kommen hier schon wieder in das Angriffsdrittel des EC Brenzerwaldes. Ein Schlampig, aber leider steht hier Jusso Mörski im Abseits und kann diese Scheibe nicht annehmen, sonst wäre es vielleicht gefährlich geworden. Das Powerplay der Salzburger noch nicht ziemlich gefährlich und jetzt kann leider Jusso Mörski die Scheibe wieder nicht ganz haben. Da werden jetzt zwei Spieler des EC Brenzerwaldes ganz alleine in der neutralen Zone gestanden und könnten alleine auf das Tor fahren, aber Jusso Mörski super verteidigt. Super verteidigt vom EC Brenzerwald. Andi Kaupeller kommt gerade aus der Box, kann hier die Scheibe gleich ins Angriffstitel schlagen. Und nun die Brenzerwald auch wieder komplett am Eis. Starker Schuss. Aber auch eine starke Parade vom Torhüter der Juniors aus Salzburg. Wenn wir uns momentan bei diesem Stand die Live-Tabelle anschauen, steigen wir auf den 9. Rang. Sieht natürlich jetzt nicht mehr so rosig aus wie davor, aber mit einem Sieg kann man hier schon wieder bis auf Platz 6 nach vorne steigen. Also es ist noch nicht vorbei. Es gibt immer noch ein letztes, drittes Drittel. Und auch hier sind es noch 2 Minuten 20 zu spielen, um hier noch das Spiel zu drehen. Aber es fehlt noch ein wenig die Präzision im Spiel der Wälder. Es ist noch nicht das Spiel, das man gegen Asiago gespielt hat, was man gegen Buschertal gespielt hat, wo man gegen zwei sehr gute Mannschaften gewinnen konnte. Und das ist das Foul. Offensivfoul. Der Salzburger wird eine Strafe, ist angezeigt. 2 Minuten für die Salzburger. Check zur Bande. Es gibt eine 2-Minuten-Strafe wegen Check zur Bande für die Nummer 26 der Juniors aus Salzburg, Patrick Kittinger. Jetzt heißt die Powerplay-Statistik wieder aufzuwerten. Es gibt nämlich eine 4 Minuten Strafe, 2 plus 2. Das sind die neuen Regeln der Alps Hockey League und auch der EBL. Check zur Bande. So wie auch andere gefährliche oder auch einfach Fouls, die sehr schnell zu Verletzungen führen können, werden nun sehr hart bestraft mit einer 2 plus 2 Strafe. Und nun die Wälder mit 4 Minuten Powerplay. Die Nummer 77 an der Scheibe mit dem Pass auf Kaupeller.
Die Nummer 9 hinterm Tor, Christian Bahn, legt sie in die Mitte, aber da trifft man wieder die Scheibe nicht. Das ist ein bisschen zu wenig. Wäre wieder gut gespielt gewesen, aber dann trifft er hier die Scheibe nicht. Hat voll abgezogen. Und jetzt die Nummer 42. Mit einem schwachen Schuss eigentlich, wahrscheinlich als Pass gedacht, vor den gegnerischen Torhüter. Aber die Salzburger können die Scheibe loswerden und ins defensive Drittel der Wälder hinausschlagen. Die sich jetzt wieder aufbauen. Es sind noch 33 Sekunden auf der Matchuhr. Und die Wälder wieder im Angriff. Immer noch in Überzahl. Er passt zurück auf die blaue Linie. Und sie formieren sich wieder. Zwei Spieler direkt im Slot vor dem Tor. Guter Pass auf Fussenecker. Der will schießen, aber der Salzburger ist zur Stelle und kann die Scheibe abfälschen. So heißt Bulli, 8 Sekunden vor Schluss im zweiten Drittel. Im offensiven Drittel. Es muss entweder ein 1000-Gulden-Schuss her, oder es geht mit einem 2:0 in das letzte Drittel, einem schwierigen Rückstand. Aber wir werden sehen. Jetzt haben wir einen Offensivpulli. Gewonnen. Zurück auf Fussenecker, der schießt. Gut, er kann ihn nicht halten. Aber der Salzburger ist zuerst an der Scheibe. Und es ertönt schon die Sirene. Es geht mit 2:0 in die nächste 17 Minuten Pause. Es sind noch 2 Minuten auf der Uhr im Powerplay für die Wälder. Die Eismaschine kommt schon wieder auf das Spielfeld und wir verabschieden uns auch schon wieder bis zum nächsten Drittel, zum alles entscheidenden dritten Drittel. Wir werden sehen, wie gut der EC Bregenzer Wald sich hier noch zurückkämpfen kann, mit dem Motto natürlich wieder Never Give Up. 2:0 hat man noch sehr viele Male aufgeholt und wir werden sehen, wie gut sich unsere Jungs zurückkämpfen können und das Spiel noch einmal spannend machen. Bis gleich.
Und jetzt geht's ins letzte und entscheidende dritte Drittel mit einem Spielstand von 2:0 für die Heimmannschaft aus Salzburg. Es wird ein schwieriges letztes Drittel, aber wir starten mit einem Powerplay. 2 Minuten sind noch auf der Powerplay-Uhr. Jetzt muss einfach der Anschlusstreffer her und der erste Bulli im letzten entscheidenden Drittel ist geworfen. Der Brinkzer Wald kann diesen Bulli gleich für sich entscheiden und Jussi Mörski gleich mit viel Speed nach vorne. Der Puck kommt in die Tiefe, aber sofort wieder können sich die Salzburger befreien. Die Wälder müssen sich neu orientieren, neu aufbauen. Und sie gleich schon wieder bei Beginn des letzten Drittels, bei jedem Pass, immer wieder einen Stock der Salzburger dazwischen, wie schon in den vorigen Dritteln, sind die Salzburg immer wieder stark und kommen hier auch in Unterzahl gefährlich vor das Tor. Wieder ein abgefälschter Schuss, geht zum Glück für die Wälder am Kasten vorbei. Und die Wälder wieder mit Antikaupila. Pass wieder in die Tiefe. Anti wieder an der Scheibe auf Bahn Daniel. Kommt von außen, zieht mal ab. Knapp rechts am Tor vorbei. Und wieder zurück. Die Verteidiger, ein schlechter Pass in die Mitte. Aber die Salzburger versuchen ihn nur, die Scheibe nach draußen zu befördern. Ein Fehler von Jürgen Fussenegger, der hier mit dem Aufbau beginnt. Scheibe nach vorne. Heidinger Christian auf Daniel Bahn. Der versucht, die Scheibe zurückzulegen, aber zu weit in die Mitte. Somit kann sie Georg Waldhauser nicht unter Kontrolle bringen, nicht mehr berühren. Und nun Jürgen Fussenegger, der probiert es mal alleine. Geht am Tor vorbei, hinter das Tor und versucht die Scheibe wieder aus. Strafe angezeigt vom Schiedsrichterteam. Und dann heißt es, leider nur 2 Sekunden vor Schluss der letzten Strafe, erneut Powerplay für die Ringzer Wälder. Eine 2-Minuten-Strafe für die Gäste, für die Heimmannschaft mit der Nummer 9 ist es Birnbaum Lukas Matthias mit einer 2-Minuten-Strafe wegen Crosscheck. Da kommt Kaupila zum Schuss, aber der Torhüter hat die Fangen ganz nahe am Körper und kann somit den Schuss abwehren. Die Salzburger wieder zu vierter Mais. 1:56. Noch Powerplay für den Brinkzer Wald. Maximilian Honeck nun am Bulli. Wolf kann die Scheibe unter Kontrolle bringen. Kaupila, Nachricht. Der Schuss auf das Tor, aber wieder zu zentral auf den Torwart und eine gute Parade vom Torhüter der Red Bull Juniors, Fiesinger Daniel. Noch mit einer weißen Weste in diesem Spiel. Wolf Marcel am Bulli-Punkt. Kann das Bulli gewinnen und die Wälder wieder in Scheibenbesitz. Es dürfte mal wieder ein Powerplay-Tor kommen. Der Statistik zufolge mindestens alle fünf Powerplays gibt es ein Tor. War schon wieder gefährlich. Dieser abgefälschte Schuss. Hinterm Tor die Scheibe jetzt. Wieder auf Wolf Marcel. Wieder abgefälscht, aber immer neben das Tor. Es kommt noch kein abgefälschter Schuss auf das Tor. Wieder zurück die Scheibe hinter das Tor. Und dann kurz nach vorne gelegt. Aber diese Schüsse, da treffen sie die Scheibe noch nicht ganz und die Salzburger können sich befreien. Mieser mit dem schnellen Pass nach vorne. Kein Abseits. Ah, es steht sich der Team.
sieht hier. Das Eising. Und somit müssen die Spieler natürlich wieder von der Bank kommen. Dürfen nicht gewechselt werden bei einem Eising. Heidinger Christian muss das Eis wieder verlassen. Es sind noch 54 Sekunden Powerplay übrig für die Wengzer Wälder. Und hier sieht der Schiedsrichter kein Bein stellen. Und da ist Daniel Bahn, der kann sich durchsetzen. Finde keine Anspielstation und der Puck landet im Netz. Noch 34 Sekunden Powerplay für die Bregenzer Wälder. Es muss jetzt einfach das 2:1 her. Wäre ein großer Schritt wieder Richtung Kampf, zurück in das Spiel, zurück in die Punkte. Der wieder ein Schuss abgefälscht, aber er geht wieder neben das Tor. Will noch nicht ganz für die Wälder springen. Sie versuchen immer mehr, sie werden immer wieder offensiv tätig. Sie kommen zu ihren Chancen, aber der Puck springt noch nicht ganz für die Wälder. Und das Powerplay schon wieder vorbei. Es waren jetzt sehr lange Minuten für die Salzburg, aber die sind wieder schnell. Die kommen wieder mit dem Konter. Können sich wieder behaupten, aber der Pass zurück dann. Kommt nicht an. Und so müssen sie sich auch wieder von hinten nach vorne spielen, durch die Mitte. Jetzt die Nummer 6 mit dem tiefen Pass in die Spitze. Und der gute Pass in die Mitte, der Schuss knapp vorbei am Kasten der Wälder. Kommen immer wieder nach Drucksituationen gefährlich vor das Tor der Wälder. Sie bleiben im Spiel. Sie wissen immer wieder Antworten auf das Weltoffensivspiel. Aber es heißt jetzt einfach das Tor einmal zu treffen, um wieder die Hoffnung zu wahren, in eine Overtime zu kommen oder doch noch das Spiel vor dem regionellen Ende zu drehen und die 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Wälder bauen sie wieder auf, von innen. Pass kommt nicht. Die Salzburger stören früh in der neutralen Zone bis hin ins offensive Drittel der Wälder. Das defensive Drittel der Wälder. Aber sie können die Scheibe behaupten. Christian Bahn im Vormarsch. Wird hier an die Bande gedrängt, aber die Scheibe wird übernommen. Wieder Puckbesitz bei den Salzburgern. Ein guter Pass in die Spitze, kann leider nicht angenommen werden. Und somit wieder die Scheibe bei den Salzburgern und sie kommen aber nicht zum Abschluss. Wälder wieder über die Mitte, über Jussomirski. Auf Daniel Bahn. Er kann die Scheibe zuerst nicht zum Mörske bringen, der holt sich dann aber an der Bande. Ah, verliert hier die Scheibe wieder kurz. Wird hier gut gestört. Und David Mikuc mit einem Schuss. Der Torhüter lässt prallen. Aber leider auch beim zweiten Versuch ist der Torhüter noch mit der Fanganzustelle und kann den Schuss über den Tor abwählen.
Totti wieder im Scheibenbesitz. Den Pass in die neutrale Zone, aber sofort wieder gestört von den Salzburgern. David Mikuc spielt hier ab, kriegt die Scheibe wieder und sofort wieder der Zug nach vorne. Dominik Kaberl kann die Scheibe hier nicht annehmen und wieder die Salzburger auf dem Vormarsch. Schnell mit einem Pass in die Tiefe, der leider nicht ankommt für die Heimmannschaft. Somit können sich die Wälder wieder mit einem Schuss schon auf das Tor befreien. Der Rebound fällt leider wieder nicht für unsere Wälder. Und es sind nur noch 12 Minuten zu spielen. Es kann jetzt auch sehr spannend werden, wenn jetzt der Anschlusstreffer gelingt. Es sind immer noch 12 Minuten oder auch ein bisschen weniger für ein Ausgleichstor und für eine entsprechende Overtime. Aber bei jedem Schuss wieder ein Schläger der Heimmannschaft dazwischen. Schwierig, überhaupt Schüsse auf das Tor zu bringen. Und wenn, dann ist ein guter Torhüter mit einer super Leistung am heutigen Abend zur Stelle und kann den Kasten noch sauber halten. Ein kurzer Scheibenverlust, aber die Wälder können kein Kapital draus schlagen und auch hier wieder nicht. Kurz im Slot vor dem Tor zu zweit. Ein super Tat, unser Nummer 34 und sofort wieder der Konter. Aber sie verteidigen gut, also es ist viel Kampf, die Kampfmethoden zweites und drittes Drittel. Es ist ein schönes Spiel für den Zuschauer, wenn da nicht die ersten beiden Tore im ersten Drittel gewesen wären, wo man einfach noch müde aus dem Bus gekommen ist, wo man noch nicht gut ins Spiel gestartet ist, wo man den Salzburgern zu viele Räume gelassen hat und diese eiskalt ausgenutzt haben. Wälder wieder im Scheibenbesitz, der Schuss kommt wieder neben das Tor. Aber Kaupila trifft hier die Scheibe nicht und vergibt hier diese Chance. Die Salzburger wieder in der Vorwärtsbewegung. Gut, den Pass abgefangen. Und Jusomerski. Kein Abseits. Gut von Heidinger. Guter Pass, aber da hat er den Gegenspieler im Rücken nicht gesehen. Kann hier die Scheibe nicht gut annehmen. Und die Salzburger somit wieder im Scheibenbesitz und im neutralen Drittel. Pass nach vorne, über die Bande mit dem Seitenwechsel auf die rechte Seite. Der in die Mitte und ein super Save. Unser Nummer 34, Misa Pietile. Die Wälder haben jetzt eigentlich die Kontrolle über das Spiel gewonnen, aber die Konter sind einfach sehr gefährlich. Der Salzburger, sie kommen immer wieder durch schnelles nach vorne spielen, durch schnelle Pässe nach vorne, über wenig Stationen in das offensive Drittel und die Schüsse finden einfach nicht den Weg in das Netz der Salzburger. Es werden schwierige letzte 10 Minuten, die noch auf der Uhr sind. Für den EC Brinkzerwald und die Jungs von UC Tupamäki. Auch die Frage, wann wird hier die Auszeit genommen, wann versucht man hier dieses Spiel jetzt wirklich zu gewinnen, wann geht man das Risiko, den Torhüter zu ziehen, um vielleicht gleich zum Anschluss zu kommen. Aber auch bei den Salzburgern wieder, hier trifft man die Scheibe nicht und leitet hier einen gefährlichen Konter ein über Daniel Bahn. Aber wieder, super Save vom Torhüter der Salzburger. Die werfen sich hier in jeden Schuss. Die versuchen alles hier die Null zu halten. Dieses Spiel für sich zu entscheiden. Viel Kampfgeist von dieser jungen Mannschaft. Muss man ein großes Lob aussprechen.
auch an den heutigen Gegner, die es dem EC Bregenzerwald heute wirklich schwer machen, hier diese drei Punkte, diese drei wichtigen Punkte einzufahren. Wir werden sehen, wie lange sie dieses Tempo noch durchhalten. Die Wälder wieder im Scheibenbesitz. Marcel Wolf mit dem Pass zurück. Der Aufbau wieder. Der Versuch im neutralen Drittel der neutralen Zone Marcel Wolf anzuspielen. Der kann hier die Scheibe wieder nicht unter Kontrolle bringen. Und so gibt man wieder den Salzburgern die Chance. Eising angezeigt vom Schiedsrichterteam. Somit wieder Bulli im Angriffsdrittel der Wälder. Gewinn für die Salzburg Juniors im eigenen Drittel und schon wieder mit der Scheibe nach vorne, aber der Stürmer ist hier zu langsam und Andi Kaupiller kann hier die Scheibe für den EC Bregenzerwald gewinnen. Der Pass nach vorne kommt nicht an, aber Kaupiller erobert sich die Scheibe zurück. Mörski mit einem guten Schuss eigentlich auf die Kurzecke, ein wenig Geschwindigkeit, ein bisschen zu schwach der Schuss und somit kann der Torhüter der Gäste gut, der Heimmannschaft gut parieren. Und wieder die Wälder mit dem Aufbau, mit dem Spiel nach vorne. Büschmann an der Scheibe, kann diese aber nicht behaupten und die Salzburger können sich wieder befreien. Kommen von der rechten Seite, Schuss wurde abgefälscht. Und kommt noch gefährlich auf das kurze Eck. Hier hilft der Stock ein wenig mit. Die Scheibe liegt frei im Slot, aber Usomerski kann sie wieder kontrollieren und ein wenig Ruhe ins Spiel bringen. Die Wälder haben noch ganze 6,5 Minuten jetzt. 6,5 Minuten für zwei Tore. Das wird sehr schwer, aber natürlich noch möglich. Die Salzburger können sich wieder befreien und jetzt das Laufduell zwischen Philipp Siotz und dem Salzburger Stürmer. An der Bande entscheidete das dann Philipp Siotz für sich, aber mit einem schweren Fehlpass in die Mitte des Slots. Salzburg kommt zum Abschluss, aber Misa Pietile mit einem starken Save wieder. Er muss immer wieder sehr wach sein, da die Bregenzerwald da viel Druck ausüben, aber nicht zwingend zu den Torschüssen kommen. Aber hier wird die Scheibe vom eigenen Spieler abgefälscht. Aber auch der Torhüter der Salzburger wieder zur Stelle. Vollkommen wach. Und die Wälder wieder auf dem Vormarsch. Daniel Bahn lässt die Scheibe leider liegen. Und 2 gegen 2. Salzburg kommt über die rechte Seite. In die Mitte, in den Slot. Abgefälscht. Und ins Netz. Wieder Bulli im defensiven Drittel der Wälder. Neuer Pass da vorne, der Torhüter greift ein und da kommt Jusomerski nicht zur Scheibe, kann sie hier nicht im leeren Tor unterbringen. Ein kleiner Patzer vom gegnerischen Torhüter.
kann leider nicht ausgenutzt werden. Das wäre jetzt natürlich ein Geschenk gewesen der Salzburger, um hier noch einmal ins Spiel zu finden und einmal gefährlich zu werden in den letzten 5 Minuten. Abseits geht weiter mit einem Bulli hinter der blauen Linie. Julian Metzler wieder auf dem Eis, verliert hier leider die Scheibe, aber David Mikoc holt sie sich wieder zurück, spielt sie auf Habel Dominik, spielt quer, Scheibe immer noch bei den Wäldern, der Pass vor das Tor kommt leider nicht so an, trotzdem kommt hier Dominik Habel zum Schuss, aber der Goalie pariert wieder. Und kann den Kasten immer noch jetzt schon ganze 55 Minuten sauber halten. Und immer noch kein Tor für den EC Brinzerwald. Siutz an der Scheibe und wieder nach vorne. Pass auf die rechte Seite auf Wolf. Der kriegt den Pass wieder nicht zur Mitte. Das ist, sind sie heute gut in der Verteidigung, die Gastgeber aus Salzburg. Kommen immer wieder zwischen die Pässe. Auch dieser Schuss hier wird abgeblockt und da kommt im Slot keiner der Wälder zum Abschluss. Und es sind noch circa 3 Minuten. 2 Tore in 3 Minuten, das wird jetzt eine Meisteraufgabe. Da wird wohl oder übel gleich einmal der Torhüter vom Eis genommen. Lucy Tupamäki, Coach, schaut schon Richtung Missa. Der fährt schon langsam. Jawohl! Und da ist der Anschlusstreffer. 2:52 und es ist ein Verteidiger. Die Nummer 42. Antti Kaupila mit dem Anschlusstreffer. 3 Minuten vor Ende des letzten Drittels. Jetzt wird es noch einmal spannend. Die beiden Bahnbrüder bereiten heute den Treffer. Den Anschlusstreffer vor zum 2:1. Torschütze, unsere Nummer 42, Antti Kaupila. Und ein harter Check von Pano Hüppe. Und die Strafe schon angezeigt. Es wird wahrscheinlich eine 4-Minuten-Strafe gehen. Das ist jetzt natürlich sehr bitter. Crosscheck. Strafe für unsere Nummer 3, Pano Hüppe. Das war nicht gerade sehr schlau. Hier 2:35 vor Schluss, diese Strafe und hier mit der Unterzahl. Das läuft jetzt gegen die Brinzerwalle. Gibt das Timeout für den EC Brinzerwald. Wird jetzt interessant, was Jussi Tupamäki seinen Spielern jetzt noch zu sagen hat. In diesen letzten Minuten, es sind noch 11 Sekunden Timeout und dann geht es mit einem Unterzahlspiel gegen die Hausherren aus Salzburg mit einem Stand von 2:1.
kurz vor dem Ende. ...2:35 sind noch auf der Uhr. Unterzahlspiel für den EC Bregenzerwald nach einer Strafe wegen eines Crosscheckes von unserer Nummer 3, Pano Hüppe, der immer noch in Diskussionen mit auf der Strafbank sitzt und jetzt natürlich hofft, seine Mannschaft noch auch in Unterzahl zum Ausgleichstreffer kommen kann. Aber immer noch die Salzburger in Scheibenbesitz. Kommt hinter das Tor. Pass nach vorne kommt nicht an. Aber sie bleiben in Scheibenbesitz. Pass kommt diesmal an, aber Misser ist da. Kann die Scheibe zu sich herziehen. Es gibt Bulli im Defensivdrittel der Wälder. 2:08 noch auf der Uhr. Knappes Spiel, ein kämpferisch sehr betontes Spiel. Beide Mannschaften wollten hier unbedingt 3 Punkte einfahren. Es wurde jeder Schuss geblockt, es wurde sich in keinem Check aus dem Weg gegangen. Und die Torhüter mit einer super Leistung bis jetzt. Und die Welt ein Scheibenbesitz. Kaupila bringt hier die Scheibe nicht nach außen und das wäre die Chance auf die Entscheidung gewesen. Salzburg vergibt hier eine Riesenchance auf das 3:1. Neben dem leeren Tor kann er die Scheibe nicht mehr flach vor das Tor bringen und auch wieder hier rein. Knapper Schuss am Tor vorbei. Salzburger wollen natürlich jetzt im Powerplay noch das Spiel entscheiden, um nicht hier noch in einen Konter oder in eine mögliche Overtime zu laufen. Die Wälder wieder im Puckbesitz. Da versucht Bahn Daniel durchzugehen, wird hier aber geblockt. Misa geht vom Eis, Torhüter vom Eis, aber die Salzburger in Scheibenbesitz. Das könnte jetzt die Entscheidung geben. Misa ist immer noch vom Eis. Die Salzburger immer noch im Scheibenbesitz. Die Salzburger immer noch dran. Der Puck kommt zwar in die Mitte, aber geht am Tor vorbei. Ist doch nicht die Entscheidung. Und nun die Wälder wieder. Kommen nach vorne. Verlieren hier den Puck. Da kommt der Schuss an die Latte. Da springt. Und jetzt sind es noch 30 Sekunden. Mit dem Schuss am Tor und Hüppe kommt hinein. Bekommt hinein, kann hier gleich eingreifen, aber das muss jetzt das Tor sein. Nein, er trifft. Trifft in das leere Tor nicht. 24 Sekunden noch, die Wälder wieder in Scheibenbesitz. Und mit dem Konter. Zu schlampig gespielt. Hüppe wieder an der Scheibe. Noch 14 Sekunden. Jetzt muss ein schneller Spielzug nach vorne. 9. 7. 5 Sekunden noch. Und das wird der Sieg für Salzburg. Weil wir kommen hier nicht mehr an die Scheibe. Und die Sirene ertönt. Der EC Bregenzerwald verliert das heutige Spiel in Salzburg mit 2:1. Das Tor unserer Nummer 42, Andi Kaupila, war leider am Schluss zu wenig. Es gibt also einen 9. Rang nun für die weiteren Spiele. Lustenau ist morgen noch in Zell am See, oder in Zell am See, glaube ich, dran. Es ist, die werden vielleicht auch wieder. Felke ist morgen in Zell am See dran. Wir werden jetzt ganz nah an uns herankommen, können uns morgen überholen. Das wäre natürlich sehr bitter. Aber never give up, wir werden uns zurückkämpfen. Die Salzburger bleiben noch unbesiegbar für die Bregenzerwälder Hockeyspieler. Nach der Heidenniederlage, dem 8:4. Gegen Salzburg nun eine bittere 2:1 Auswärtsniederlage hier in Salzburg. Auch wir vom ECB Medienteam verabschieden uns für heute. Wir bedanken uns bei den Zuschauern. Wünschen uns den Spielern und dem Trainer natürlich, den Betreuern eine gute Heimreise. Und freuen uns auf das nächste Heimspiel gegen Zell am See am kommenden Samstag.
in der Eisarena in Dornbirn. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.